Die Bundestagsabgeordneten aus Thüringen bereisen am heutigen Tag den Thüringer Wald. Aber nicht der Thüringer Wald selbst ist Gegenstand unseres Besuches, sondern einer der wichtigsten Infrastrukturprojekte des der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit VDE 8. Das ist die ICE-Strecke München-Erfurt-Berlin. Wir haben uns vom Baufortgang überzeugt, von den Technologien, von der Technik, die eingesetzt wird. Jeder, der ein wenig Affinität zu Technik hat, ist begeistert von dem, was wir sehen. Das ist sehr anspruchsvoll, das ist sehr zukunftsorientiert und auch nicht ganz billig. Und wir konnten uns auch überzeugen, dass die Bahn und die bauausführenden Betriebe bemüht sind, wirklich die Lasten, die durch diesen Bau entstehen, bei den Kommunen, bei den Einwohnern gering zu halten. Das ist ein sehr nachhaltiges Projekt und wenn es fertiggestellt sein wird, wird unsere Region, insbesondere die Region Erfurt, derart aufgewertet sein, dass es seinesgleichen, ihresgleichen suchen wird in Gesamtdeutschland.